Ja, herzlich willkommen zum Kalenderpreis 2020 hier aus dem Sozialraum der Buchhandlung Hoffmann in Achim. Ich möchte Ihnen jetzt gerne vorstellen die Nominierten in der Kategorie Bestes inhaltliches Konzept. Da haben wir einmal den Kalender True Crime 2021 vom Verlag Hahrenberg. Das ist ein klassischer Tagesabreißkalender, der dem Umstand Rechnung trägt, dass es immer mehr Fans von True Crime Stories gibt. Der Kalender erinnert jeden Tag an einen aktuellen oder historischen Kriminalfall mit einer neugierig machenden Schlagzeile auf der Vorderseite und ausführlicheren Infos zum Geschehen auf der Rückseite. Dann ist nominiert Wer bin ich? Spannende Personenrätsel vom Verlag T-Neues. Ein literarischer Wochenkalender aus der Ideenschmiede des deutschen Rätselpapstes Stefan Heine. Auf jeweils einer Seite gibt es eine Beschreibung der zu erratenden berühmten Persönlichkeit. Dazu gibt es eine passende Illustration als zusätzlichen Hinweis. Und der dritte Titel auf der Shortlist vom Kicker: Unvergessene Fußballmomente 2021 aus dem Verlag Delius Klasing. Das ist ein großformatiger Wochenkalender für alle Fußballfans, die gerne in Erinnerungen schwelgen. Editiert von der Redaktion des altehrwürdigen Fußballmagazins Kicker. Im Mittelpunkt stehen die Aufnahmen der bewegendsten Augenblicke im deutschen Fußball. Ein übersichtliches Kalendarium und ein kurzer Infotext runden das jeweilige Kalenderblatt ab. Der Gewinner in der Kategorie Bestes inhaltliches Konzept ist Wer bin ich? Von T-Neues. Dieser ungewöhnlich textstarke Rätselkalender bietet jede Woche eine kleine gedankliche Rätselreise, die unser Allgemeinwissen auf die Probe stellt. Es gilt, anhand der im Text verborgenen Hinweise, bekannte Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen zu erraten. Mal kommt man ganz schnell drauf, mal ist es recht vertrackt. So sind die Rätsel auch gut als gemeinschaftliche Denksportaufgabe für Paare und Familien geeignet. Und wenn man mal gar keine Idee hat, dann findet man am Ende ein Übersichtsblatt mit allen Lösungen. In jedem Fall hat man etwas über Leben und Wirken des jeweils im Mittelpunkt stehenden Menschen gelernt. Gerade auch bei denen, wo man dachte, man weiß schon alles über sie. Auszeichnenswert ist für uns auch der Mut, in einem Wandkalender so konsequent den Text zur Hauptsache zu machen und den Fokus auf das Lesen zu legen. Mich persönlich hat besonders gefreut, dass der Anteil der Frauen unter den zu erratenden Personen zwar nicht die Hälfte, aber immerhin mehr als ein Drittel beträgt. Ein kleiner Beitrag zur besseren Sichtbarkeit und Würdigung der Leistungen von Frauen. Danke auch dafür.